Ja, und damit herzlich willkommen zu einem neuen Abenteuer hier in Train Driver 2. Wir schauen uns eine neue Station an, und zwar ist es NCS Sandomierz. Vermutlich, wie immer, falsch ausgesprochen, aber so sage ich das jetzt einmal. Die gibt es seit kurzem mal wieder zu spielen. Das ist ein mittelgroßer Kreuzungsbahnhof und ist SPE gesteuert, wie man hier schon sehen kann am Interface. Und ja, der Bahnhof hat es ein bisschen in sich, er ist nicht gerade klein. Man muss auch ein bisschen aufpassen, gerade wegen den eingleisigen Strecken, da brauchen die Züge ein bisschen. Und ja, wir werden uns heute mal den Bahnhof ein bisschen genauer anschauen. Ich werde euch noch ein bisschen was über den Bahnhof erzählen, so geschichtlich, denn das ist ein echter Bahnhof, den gibt es in der Realität. Und dann werden wir natürlich wie gewohnt auch die Strecke einmal abfahren. Bevor wir dann jetzt hier auf das Geschichtliche gehen, gehen wir mal ganz kurz die Punkte durch, die wir hier zum Anschauen haben. Was haben wir schon mal am Falschen drin? Hier. Das ist unser Stellwerk hier. Schön geräumig. Und wie ihr seht, gab es dann mal entsprechend eine mechanische Ausrüstung hier. Ist jetzt digitalisiert. Haben wir eine gute Aussicht nach links sowie nach rechts. Wir haben dann hier drei Bahnübergänge zum Steuern. Das wäre einerseits der Bahnübergang gleich hier am Stellwerk. Der wird von diesem Pult hier bedient. Wenn den ja mal kurz aufmachen. Seht ihr, geht hier auf. Und die zwei Kollegen da sind für die Bahnübergänge da hinten. Ihr werdet das gleich im Pult sehen, wie die aufgehen. Einmal der und einmal der. Da könnt ihr da entsprechend hier mit den Bahnübergängen spielen. Es gibt noch einen weiteren, und zwar ist der bei der zweigleisigen Strecke rechts oben. Den schauen wir uns gleich an. Der wird über das SPI gesteuert. Von den Spawn Points hier haben wir hier noch den da. Das ist jetzt quasi die, wenn man es jetzt vom Stellbild her sieht, die Einfahrt rechts vom Bahnhof. Da sind die ganzen Bahnsteige. Da hinten ist das Stellwerk, da ist das kleine Betriebswerk. Da auf der Seite geht ein Industriegleis weg. Sieht man jetzt von hier gar nicht. Dann haben wir hier den da. Das ist quasi die Einfahrt links. Da haben wir die Güterwagen hier stehen. Da unten ist der Bahnhof. Und hier hinter uns gehen die zwei Eingleisigen weg. Also das ist eine eigene Strecke, das ist eine eigene Strecke. Das ist einfach nur so ein Ausziehgleis hier. Und dann haben wir noch, der war es, genau, das Bahn hier beim Zweigleisigen. Hier geht es in Richtung Sandomierz. Das sind, glaube ich, knapp 5 Kilometer von hier bis zum eigentlichen Bahnhof. Entsprechend muss man hier aufpassen mit den Fahrzeiten und welchen Zug man hier zuerst reinlässt. Und gibt ein Toi-Toi-Klo hier, falls man es benötigt. Schutzweichen hier. Und hier hinten ist der andere Bahnübergang. Inklusive einen Personenhalt, den wir uns jetzt hier gleich mal genauer ansehen. Braucht einen kleinen Moment. Dazu muss ich gerade noch mal schnell einen Text vorbereiten. So. Haben wir das. Das ist hier Zalesia Gorzykie. Also ich. Ja, Aussprache, ne? Der Bahnsteig ist, oder beide Bahnsteige sind eigentlich nicht mehr im Betrieb. Also ich lese mir jetzt gerade mal kurz die Doku dazu vor. Zalesia Gorzykie ist ein Abzweigbahnhof, der etwa 5 Kilometer vor dem Bahnhof Sandomierz liegt, kurz vor der Brücke über die Weißel. Hier zweigt keine Strecke ab, sondern es gibt nur einen Übergang von einer zweigleisigen zu einer eingleisigen Strecke, die über eine eingleisige Brücke nach Sandomierz führt. Die Gleisanlage besteht nur aus zwei Weichen, von denen eine zu einer Schutzrebe führt. Kurz vor dem Bahnhof befindet sich auch eine 1939 erbaute Methanhaltstelle, die seit 2004 für den regulären Verkehr geschlossen ist. Bis 2016 wurde der Zugverkehr über das Stellwerk ZG abgewickelt, das über eine Relaisanlage mit der Lichtsignalanlage verfügte. Es bediente auch den Bahnübergang mit TVU-Ausrüstung. Im Jahr 2016 wurde die Ausrüstung durch eine computergesteuerte Ausrüstung des Typs MOR3 ersetzt, die von Sandomierz aus ferngesteuert wird. Auch die Ausrüstung des Bahnübergangs im Gebiet Methain wurde von Kategorie A auf Kategorie B umgestellt. Übersetzungsfehler inklusive von
Titel, nachdem ich Polnisch nicht so gut kann. Also, hier hält nichts mehr und ich glaube auch in TD2 gibt es keinen Zug, der hier hält. Zumindest, also ich habe die Station einmal für mich ein bisschen gespielt, so einen Nachmittag lang. Und kein einziger hat da bei mir gehalten. Also macht einen Schein halt. Das sind entsprechend die zwei Signale hier. Dann für die Weiterfahrt. So viel mal zu dem. Okay, gehen wir wieder zurück zum Bahnhof. Ich würde sagen, wir fangen bei der Einfahrt an. Also es kommt hier nicht zweigleisig rein. Das ist ebenfalls hier so ein Ausziehgleis. So ein bisschen rangieren. Das hört da hinten hinter der Kurve aus. Also wir sind jetzt quasi vom Stellbild gesehen rechts vom Bahnhof. Ich meine, da hinten ist dann irgendwo der Prellbock. Hier ist dann Rangierende. Genau, da ist dann Schluss. Also wenn man den Bahnhof noch nicht kennt, wird man meinen, hier geht es auch zweigleisig weiter. Aber nein. So, zurück zum Bahnhof. Muss man ein bisschen abkürzen hier. Hier hat es nochmal so ein Stumpfgleis für Sachen, wobei, ich sehe gerade, da ist hier dicht. Da war einmal ein TM-Signal. Das gleiche auf der Richtung. Geschichtlich, hier gab es mal dezenten Hochwasser und entsprechend ist da sehr viel von der Anlage mal zerstört worden. Im Jahr, jetzt muss ich mal kurz schauen, wo habe ich denn das? Ah, ich schaue dann gleich nochmal nach. Also es wurde dann teilweise hier wieder restauriert, bzw. saniert. Kleiner Fun Fact, im Bahnhofsgebäude ist ein Nachtclub dann installiert worden. Also das Bahnhofsgebäude ist kein Bahnhofsgebäude mehr. Also das ist jetzt hier quasi alles hier, das Betriebswerk, ein bisschen die Gleise. Hier die Sachen sind nicht mehr aktiv. Gehen wir davon aus, da war entsprechend mal eine Weiche, die von da wieder auf die Hauptstrecke gegangen ist. Jetzt ist hier dicht. Das ist jetzt hier reine Abstellung. Ich meine, theoretisch kann man den Bahnsteig hier noch nutzen. Das, was ihr hier so seht, das ist, kommt Standard per Spawn hier rein. Und wenn ihr die Auto-Exec vom Ersteller hier nutzt, haben wir hier die paar Güterwagen und die Elektrolok hier. Also hier quasi zwei Bahnsteigkanten, beziehungsweise die dritte hier unten. Da geht es zur Industrie runter. Das Gleis ist relativ lang nach da unten. Da werde ich jetzt nicht zu Fuß runterlaufen. Da holen wir uns dann später eine Lok und werden da runterfahren. Das gleiche auch für die ganze Strecke. Gehen wir nochmal hier rüber. Also hier alles mit Fahrdraht bis auf das dritte Gleis. Das hier unten ist wieder ohne. Könnten eigentlich mal kurz hier reinschauen, ob es da ein Easter Egg gibt. Nö. Aber es durchgehend vom Gleis her. So, schöne Loch. Kann man sich natürlich dann mitstehlen, wenn man es braucht. Ebenfalls hier als ungültig erklärt. Wie auch die hier. Also wir sehen es ja auch im Bereich, wo es ja noch angedeutet ist. Da geht hier nochmal so ein kleines Gleis weg. Beziehungsweise ist weggegangen nach da hinten. Können wir mal kurz schauen, wo das hingeht oder ob das hier bei den Büschen aufhört, aber ich glaube, das geht. Das ist das ehemalige Anschlussgleis da von der Fabrik da. Ah, wie weit geht's? Ah. Okay. Bis hier hin und dann ist vorbei. Hat sie vielleicht irgendwas Verstecktes? Nö. Okay, also von der Anlage hier gab es da mal einen Anschluss. Ich würde sagen, wir gehen jetzt gerade mal wieder zurück. Ist hier. Machen wir mal eine kleine Abkürzung. Einmal da rein. Also, da hinten sind wir jetzt gerade gewesen. Das war dann hier das entsprechende seine Gleis hier. Hier. Ne, Moment, wo war das? So, drei. Hier ist quasi der Güterbereich mit entsprechender Abstellung. Das Gleis hier unten, das da, ist für den ECD-Spawn, also Triebwagen kommt dann hier rein. Da haben wir noch ein paar Kollegen, die hier fleißig bei der Arbeit sind, zumindest einer von beiden, der andere ist am Kaffeesaufen. Weitermachen hier. Hier der vorgefertigte Güterzug und der Spawn für den anderen Güterzug, der ist, glaube ich, auf dem Gleis hier, wenn es mich jetzt nicht täuscht.
Ne, ich glaube auf dem da. Jetzt muss ich mal schnell selber das Bild angucken. Es ist nämlich noch minimiert. P11. Ja, ich glaube P11 ist das hier. Mal kurz nachschauen, bevor ich hier Blödsinn sage. Ja, genau. Also auf dem Gleis ist hier das Bahn, dann ist noch eins frei. Und dann haben wir hier den Güterzug, der hier ohne Fahrdraht ist, beziehungsweise man könnte hier noch dran fahren, wenn man hier vorsichtig ist. Hier unten geht es dann weiter. Gibt es noch Kohle zum Mitnehmen. Das wäre die ehemalige Laderampe. Gleise werden nach da unten weitergegangen. Die sind hier abgeschnitten. Wir haben hier Handweichen. Hier ebenfalls. Geht hier nicht mehr weiter. Dann haben wir eigentlich nur noch das eine Gleis hier unten, was nach vorne hinweg geht. Das ist auch im SPE-Plan weitestgehend so eingezeichnet. Wir haben noch mal ein Gleis, was hier in der Mitte reingeht. Das müssten wir dann hier gleich mal sehen. Also von daher ist der Plan eigentlich akkurat, was man hier sieht. Das ist dann quasi der ganze Güterbereich vom Bahnhof. Ansonsten gibt es da hinten eigentlich nichts mehr Interessantes. Ja, genau. Das ist noch das andere Parkgleis hier. Hier auf der Seite zu dem Zug hier keine Oberleitung. Geht auch hier nur so ein kleines Stückchen bis mit rein. Also wenn ihr da mit einem Elektrolog reinfahrt, dann von der anderen Seite und dann vorsichtig. Ansonsten haben wir hier dann keinen Saft mehr von oben. Okay, das war's mal zu dem. Ich würde sagen, wir gehen mal wieder zurück. Ich lese euch mal ganz kurz vor. Aber wisst ihr was, das können wir eigentlich das Geschichtliche machen, wenn wir hier mit der Lok durchfahren. Ich würde sagen, ich schnapp mal jetzt ausnahmsweise, naja, ich wollte jetzt eigentlich gerade mit dem Kiebel fahren, aber wenn wir die Anschlussstrecke fahren, fahren mit dem Kiebel nicht weiter. Ich hole mir gerade mal, ach wisst ihr was, wir können ja beides machen. Die Hauptstrecke fahren wir jetzt mal mit dem Kiebel. Wir müssen eh ein paar Fahrten machen und den Rest schauen wir uns dann mit einer SM an. Also ich spawn mal kurz neu, wir sehen uns gleich. Macht's gut. Sevidalem, da hätte ich jetzt mal unseren Kiebel hier vorbereitet. Ich würde sagen, wir fahren gleich mal los und schauen uns mal hier die Strecke an. Einmal bitte die Bremse lösen. Dankeschön. Dann Cheers-Fahrt haben wir schon mal. Und gleich gerade die direkte Weiterfahrt. Ja, in dem wunderbaren Gelb. Ah, ich muss mal wieder Kiebel fahren in TD2. So, werden wir uns hier auf den Weg machen und ihr euch die Strecke ansehen könnt, werde ich euch mal das vorlesen, was der Autor so gesagt hat zu dem Bahnhof. Übersetzt von Diebel. Also wenn da Fehler drin sind, tut's mir leid. So, sagen wir mal, das ist ein recht großer Kreuzungsbahnhof, der jedoch ziemlich weit, etwa 3 Kilometer vom Stadtzentrum entfernt, am rechten Weißelufer liegt. Das war einer der Gründe, warum die Personenzüge aus Richtung Karzysko, Station Wola und Hanno-Zerk, das ist eh falsch, ab dem Fahrplan 2004-2005 eingestellt wurden. Ebenso die Schnellzüge ab 2006 bzw. 2007. Später verkehrte einmal im Jahr ein Pilgerzug Zamosk nach Częstochowa und 2009 und 2011 wurde ein spezieller Touristenzug von Starczysko Kamienia nach Sandomierz eingeführt. So, da haben wir jetzt gerade die 40er Weiche. Die Bedeutung des Bahnhofs für den Güterverkehr ist jedoch viel größer, da hier das Anschlussgleis zur Glashütte Pilikin-Polska beginnt. Es wird fast täglich genutzt. Gegenüber dem Gleisanschluss befindet sich jedoch die Halle der Eisenbahningenieursbetriebs ZEK des örtlichen Güterverkehrsunternehmens. Haben wir da zur rechten Seite gesehen. So, der Bahnhof ist in zwei Hauptbereiche unterteilt, Personen- und Güterverkehr. Im Personenbereich befinden sich zwei doppelte Bahnsteige, mehrere Nebengleise sowie das Bahnhofsgebäude, das zu einem Nachtclub umgebaut wurde und geschlossen ist, nachdem es seiner wesentlichen Funktion beraubt wurde. So, ich kann hier mal ein bisschen Gas geben. Der Güterbereich verfügt über 6 Hauptgleise und mehrere Nebengleise, die unter anderem zu Rampen und Lagerhallen führen. Der Verkehr im Bahnhof wird vom Kontrollraum SN ausgesteuert. Damit deine Ui, das war gerade ein bisschen laut.
der in den 1990er Jahren Relais ausgestattet ist. Zuvor verfügt der Bahnhof über eine zentrale mechanische Anlage mit Formsignalisierung und sich in der Mitte des Bahnhofs befindet. So, ihr seht, wir haben jetzt noch 3,8 Kilometer bis zum Signal, was aktuell noch rot ist. Da werde ich mir dann gleich mal SZ geben. So, im Jahr 2010 wurde der Bahnhof durch ein Hochwasser schwer beschädigt, wobei das Wasser die Dächer der Bahnsteigunterstände erreichte. Ah, okay. Nach einer behelfsmäßigen Wiederaufbau des Bahnhofs und der angrenzenden Strecke wurde der Betrieb wieder aufgenommen, aber die schweren Schäden führten zu einer Geschwindigkeitsbegrenzung auf 20 km/h, wobei die SLK-Ausrüstung provisorisch wiederhergestellt wurde. Als der Verkehr wieder aufgenommen wurde, waren die meisten Semaphore ungültig und die weichen Personenbereiche waren nicht mehr gestellt. Die Einfahrt aus allen Richtungen erfolgte über ein Ersatzsignal. So. Was haben wir noch? Also nicht wundern, wenn ich jetzt mal hier nicht so ganz auf die Strecke achte. Ich schaue jetzt gerade auf den Text hier. So. Das ist garantiert falsch übersetzt. Die Hörner auf dem Bahnübergang neben dem stillgelegten Stellwerk SN1 und dem Posten SKP1 wurden entfernt und der Übergang neben dem Stellwerk SN2 wurde geschlossen und eingezäunt. Zuvor bis zur Nacht war an diesem Bahnübergang der Posten SKP2 von der Tarnobzwergseite aus in Betrieb und später wurde die Funktion der Bedienung des Bahnübergangs und der Bedienung des Zugendes vom Stellwerk mit Hilfe von Kameras übernommen. 2 Kilometer noch. So, was haben wir noch? Ich glaube, ich passe jetzt mal ganz kurz auf. Bezüglich Ersatzsignal, bevor ich dann mit dem Text hier weitermache. Bin schlecht im Multitasking. Falls man das noch nicht gemerkt hat. Hm. 1300. Da werde ich schon gewarnt. Obacht, der ist gelb. Und da kam SZ. Hoffentlich rechts. Könnte vielleicht zu früh gewesen sein. Dann geben wir noch mal ein bisschen Gas. Da sehen wir auch schon die Brücke. Frag mich halt, ob das jetzt zu irgendeinem Zeitpunkt mal zweigleisig hier gewesen ist. Warum das so ist, zeige ich euch gleich. Ja, ich weiß. Das war zu spät mit dem Bremsen. Ist aber auch egal. Und zwar die Pfeiler von der Brücke, die sind wesentlich breiter als wie die Brücke da an sich. Was sieht es jetzt von hier? Dort sieht man zum Beispiel, da die Pfeiler gehen viel weiter nach draußen. Aber dazu habe ich keine Info gefunden. Ich meine, das wird erklären, dass hier das Gleis hier so weitergeht. Aber naja. So, ich hoffe, ich komme von der Seite gleich wieder rein. Maximum Schmack ist hier. So. Ja, ich weiß, die zwei. Es gab nämlich gar keine Route. Wir werden jetzt mal runtergehen auf 50.
Danke. Das passt. Ah, lassen wir uns gleich mal überraschen. Ich habe da das so eine Ahnung, was gleich passieren wird. Loading! Du hast doch das Stellwerk schon. Da gibt es nicht viel zu laden. Ach ja. PD2. Okay, da wären wir wieder retour auf der anderen Seite und wie ihr seht, auf dem anderen Gleis ist hier 50 angesagt, auf dem linken ist Fullspeed. Das ist so eine kleine Besonderheit, deswegen bin ich vorher auf 50 runter, weil ich mir verdachte, wenn er mich jetzt hier reinschickt, dann will ich da nicht mit 100 reinkracheln. Also beachtet es, gerade bei Gegengleisfahrten etc., dass der untere mitunter schneller ist. So, ich hab da gerade was Gravierendes vergessen. Ich habe mir den Block da nicht wieder aufgelöst. Ach ja. So, also einmal okay hier. Ich glaube, ich werde das mal ganz kurz ein bisschen cheaten. Jetzt ist ja eh egal. Und auf magische Weise ist wieder alles zurückgesetzt. Oh, inklusive den Bahnübergang. Das finde ich jetzt aber nicht so gut. Oh, Bahnübergang. Geh zu. Ich will da drüber fahren. Naja, ich drück hier schon. So, wunderbar. Dann können wir jetzt hier mal die Weiterfahrt machen. In den Bahnhof rein bis... Ah, Mann. So, bis hier unten. Ah, Stellwerken und fahren zeitgleich. So, und dann können wir da unten SZ machen. Dann schauen wir uns die andere eingleisige Strecke einmal an. So, ich gebe hier mal wieder Gas. Ziehen wir das Ganze von der anderen Seite. So, da. Also, zum Fahrplan 2011-2012 kehrte der TLK Seinzug von Pretzmüß nach Vazava bis Schottnia auf die Strecke über Sandomierz zurück. So. Die in verschiedenen Varianten und ab 2009 in einem doppelten Paar als Intercity Vitus bis heute weitergeführt wird. In den Jahren 2013-14 wurde eine Teilsanierung des Bahnhofs durchgeführt. Die Renovierung umfasste die Gleise 1 und 2, was auch eine gewisse Vereinfachung der Gleisführung mit sich brachte. Die Bahnsteige 1 und 2 wurden ebenfalls renoviert, blieben aber auf einem niedrigen Niveau. Die ehemaligen Stellwerksgebäude und SPK-Stationen wurden entfernt. An den Bahnübergängen auf der Zalesi-Seite wurden neue Kreuzungsanlagen installiert und im Jahr 2016 wurde ein Computer-Overlay für die bestehende Relais-Ausrüstung eingebaut, dass die Station und die nahegelegene Station Zalesi, Gotsuki, da wollen wir jetzt gleich durchfahren, via MO3 steuert. Ja, das war es eigentlich soweit informationstechnisch hier zum Bahnhof. Ich bin jetzt gerade nicht sehr schnell gefahren. Lesen und Zug fahren, zeitgleich. Södele, da haben wir die Weiche. Oh, wo ist er denn? Da hinten.
So, wunderbar. Dann können wir da ja Maximum Schmackes geben. Also Verzeihung an die ganzen Pfeiftafeln, die ich verpasst habe beim Lesen. Aber ich glaube, das ist jetzt verkaufbar für so eine kleine Demofahrt. Oh. Schon ein breiteres Flüsschen hier. Kann ich mal kurz einen Timer machen, wie lange es dauert. Ab Brückenende, bis wir beim Bahnhof sind. Den haben wir jetzt mal so gestartet. Könnt ihr das so ein bisschen als Referenz nehmen? Plus Videos. Indem wir hier ganz kleinen Ticken zu schnell fahren. Beziehungsweise, so wie es aussieht, kann ich einfach rollen lassen. Ich habe mir das Ganze auch mal auf Google Maps angesehen. Also, das ist wirklich mitten im Nirgendwo. Ich meine, Bahnhof, 3 Kilometer entfernt von der City und rundherum halt immer viel Grün. Ländliche Gegend hier. Aber schön. Ich würde mal sagen, ist wirklich gut gelungen, die Station. Machen wir mal ein bisschen Schmackes. Ja, hat schon wieder zu viel Schmackes. Will schon bei den 90 bleiben. Es sieht auch bei der Einfahrt vom Bahnhof mega geil aus, wenn da die Züge reinkommen und das in der Kurve drin liegen. Immer wieder ein Fest. Der Unterbau hier. Da fängt schon wieder an mit den Häusern. Bremsen sind zu schnell. Söderle! Da waren wir wieder da. Währenddessen werde ich mir schon mal SZ vorbereiten. So, und jetzt bis hierhin, von Brückenende, waren das jetzt 3 Minuten mit etwas zu schnell fahren. Also das nur so als Referenzzeit. Ja, gleich gibt's SZ. Warte jetzt noch. Und Schuss. Okay. Er ist eingestellt. Schauen wir mal, dass wir diesmal nicht so schnell drüber heizen. Das ist jetzt schon. Ach ja, es gibt da bei dem Spawn noch einen ganz kleinen Hinweis. Ich würde jetzt mal sagen, das ist Stand von dem Video noch ein kleiner Szeneriefehler. Der Spawn ist freigegeben für 650 Meter. Das Gleis ist aber nicht lang genug. Das ist zu kurz. Wenn da so ein 650 Meter Zug spawnt, dann sind hinten die ganzen Weichen dicht. Ich werde euch das später mal kurz zeigen, wie das dann aussieht. Also ich hoffe, der Erbauer tut das nochmal anpassen, dass er hier sagt, keine 650 Meter. Damit hatte ich jetzt schon einmal meinen Spaß. Da müssen ja die Leute halt sagen, die müssen hier kürzer spawnen. Ich glaube, das werden wir vielleicht ganz nach der Fahrt hier mal anschauen.
wie das ist. Oh, 50 ist angesagt auf der Strecke. Wir fahren ein bisschen schneller. Na, 60 auf der anderen Seite. ...3,6 Kilometer bis Szenerieende. Und ein Stück weit läuft das hier auch noch parallel, bis es dann hinten abzweigt. Bleiben wir beim Rollen. Gesicherter Bahnübergang. Wer braucht schon Schranken? Da wieder ganz viel Landwirtschaft hier. Mit viel nix. Ganz vorne ist jetzt dann gleich die Stelle, wo die linke Strecke dann abzweigt. Oh, parallel kann ich mal das hier machen. Ich fahre zwar eh nicht mehr nach da hinten, aber Hauptsache, es macht so 70. Geht doch. So, da haben wir die Kurve. Das ist übrigens Anschluss GR da unten, was ich da braucht. Mit einem kleinen Haltepunkt hier hinten. Gleiches Spiel nochmal hier auf unserer Seite. Und da hinten geht's dann raus. Ich meine, das ist SR hier die Strecke. Also vom Anschlussnamen her. Und zweigleisig meinte ich war WD. Söderle. Das war's, also die andere Strecke da hinten endet auch gleich da hinten. Da hat's auch mal eine Brücke, sehe ich gerade. Ja doch, also eins so vom Optischen macht schon Spaß, hier durchzufahren. Es ist wirklich schön gestaltet. Okay, ich würde sagen, zurückfahren tun wir jetzt die Strecke nicht mehr. Ich werde jetzt mal mit dem Güterzug fahren, mit exakt 650 Metern und zeige euch dann, wie das dann als Fahrdienstleiter aussieht, wie viel Spaß man dann hat. Also, kleiner Cut, bis gleich. Da hätten wir unseren 650 Meter Zug, die Lok ist kalt. Und ihr seht es schon an der Ausleuchtung, das macht euch hinten den Weichenbereich komplett dicht, inklusive Gleis 9. Das ist zumindest von links her nicht mehr rein befahrbar, außer man macht es hier manuell auf. Und ich zeige euch mal, warum das Ganze so ist. Wir gehen mal an den Ende von dem Zug. Und ich hoffe, die Frames machen da gerade mit. DD ist gerade irgendwie der Meinung, muss das gerade ein bisschen lecken. Ein 56 Meter Zug zu viel. So, kann sich nur um die Jahre handeln. Ich hätte eigentlich theoretisch... Ja, ne, kann ich gar nicht. Ich wollte gerade sagen, ich hätte den anderen Spawn nutzen können. Aber das kann nur der Fahrdienstleiter.
weil das Ende ist ja schon in Sicht. So. Wie ihr seht, da, das hintere Ausfahrsignal. Und unsere Wagen stehen hier hinten. Und da wäre frei hier. Beziehungsweise, nee, Moment mal. Unserer. Ist das nicht auch hier? Jedenfalls, ach nee. Ja, da. Jedenfalls, ja, also es ist nicht optimal, dass man hier mit 650 Meter spawnen kann. Also der Fahrdienstleiter hat dann alle Freude mit euch. Ja, da vielleicht so als Sicherheitshinweis, wenn ihr da eine Fahrstraße da runter macht, also in das Gleis, oder irgendwie da runter zum Rangieren, macht den Spawn hier aus. Weil wenn euch dann da jemand reinspawnt mit seinen 650 Meter, dann habt ihr Spaß. Also das als Sicherheitshinweis. Kann sein, dass das natürlich irgendwann in der Zukunft behoben wird, aber Stand von dem Video ist es halt jetzt so. Ja, so viel dazu. Ich würde sagen, wir holen uns jetzt noch eine SM, dann können wir uns auch noch den Lutzbahn ansehen und dann fahren wir in das eine Industriegleis rein, da unten am Bahnhof. Also, wir sehen uns gleich wieder. Und schon bin ich wieder da. Das ist jetzt der Lutz 1 Bahn hier. Das ist da bei dem kleinen Betriebswerk. Und da haben wir Handweichen. Und wir werden mal schauen, ob das soweit passt. Das sieht aus, obwohl schräg. Mal kurz was ausprobieren. Ja. Aha. Okay. Einmal auf der anderen Seite bitte. Das da irritiert mich jetzt ein bisschen. Das sieht nicht so gesund aus. Aber okay, ist wie es ist. So, hier haben wir das Gleiche. Und da passt es nicht. Dankeschön. Und hier ebenfalls nicht. Warum schaut da die Zunge da so komisch aus? Naja, gut. Was soll's? Das sind Details. Wir gehen mal rein in unsere Lok. Ah, das ist viel zu laut. Wir geben uns mal eine kleine Rangierfahrt. So, einmal hier. Oh, das raus. Maximum Schmack ist. Sollte jetzt eigentlich alles passen. Ja, wunderbar. Freie Fahrt. Ich sehe gerade, wir kommen da gar nicht direkt runter. Uns fehlt eine Weiche, da nochmal eins rüber. Das haben wir hier nur ganz am Ende. Ist ja kein Problem, wir können ja einfach mal ein bisschen ratschieren. Wir haben ja Zeit. Signal, wo bist du? Da bist du. So, dann würde ich sagen, fahren wir mal von dem Signal nach da. Einmal Manöver bitte. Da ist wieder 5 Jahre, bis die Weichen gemacht sind. SBE ist da einfach nicht so schnell. Und doch jede Weiche einzeln. Sehr gut.
Ja, machen wir das mal von der Seite aus. War der mal ein bisschen schneller unterwegs? Müssen da ja nicht zu schnell drüber. So. Das war's auch schon. Jetzt können wir da auf das untere Gleis reinfahren. Vorwärts, wir brauchen Manöver bis da. Na komm, Dankeschön. Das Einzige, wo ich jetzt noch gar nicht drauf geachtet habe, sind Easter Eggs. Das ist aber auch ein bisschen groß hier. So. Wobei wir könnten, nachdem das ja hier ein Nachtclub war, einfach nochmal auf Verdacht gucken. Machen wir kurz den Motor aus, der ist mir sonst einfach zu laut. So, das ist das Bahnhofsgebäude. Haben wir hier hinten irgendwelche Easter Eggs? Naja, das sieht nicht so aus. Nö, hier vielleicht? Auch nicht. Im Gebäude selber? Nee. Schade. Hätte ja auch sein können. Wobei, vielleicht hier unten. Nee. Sieht alles ziemlich brav aus hier. Okay, ein Versuch war's wert. Hätte ja sein können. Also, Motor. Lass wieder angehen. Rein von der Richtung. Wir wollen jetzt noch da oben reinfahren. Und dann schauen wir uns den Spaß da hinten an. Da kommt die Weiche. Und wir können reinfahren. Nice. Sieht man natürlich auch nicht jeden Tag. Also man entscheidet sich da mal aktiv reinzufahren. Und das Pfeifen spare ich mir jetzt mal. Also ich glaube so, von den ganzen TD-Sessions würde ich mal sagen, bei jeder dritten oder vierten kommt es da nochmal vor, dass jemand mal in so einen Anschluss reinfahren will. Weil das ist so eine der spaßigsten Fahrten, dass man da vielleicht irgendwie was abstellen kann oder rausholen, je nachdem, wenn da hinten Sachen sparen. Boardingslider hat dann auch ein bisschen Spaß, weil er da nicht immer die gleichen Fahrstraßen macht. Gut, macht man eh auch nicht immer. Er hat schon seine wiederholenden Sachen drin, aber... Ja. Dienst die Anschlüsse bei den Boardingslidern. Im Moment dachte ich, das soll ein Bahnsteig hier sein. Aber das ist nur... Eine sehr schmale Straße. Schrägstrich Gehweg.
extra Bahnübergang. Dann gehen wir mal auf die Seite. Vielleicht ein bisschen schneller. Also ihr seht, das Anschlussgleis hier ist nicht kurz. Und da hinten wird es dann wirklich spaßig. Naja, ich krieg ja schon. Alles gut. Naja, da hätten wir ja dekotechnisch noch ein bisschen was hinstellen können. Immerhin hat es ja angedeutet, so eine Bushaltestelle. Es sieht ein bisschen leer aus. So, da haben wir die ersten Weichen da vorne. Bei uns geht es geradeaus weiter. Oh fuck. Ich habe ihn gerade noch im Augenwinkel gesehen, dass der zu ist. Ja, da hat es einen händischen Engleiser. Jo. Ich würde sagen, wir sehen uns gleich wieder an gleicher Stelle. Bis gleich. Tja, kleines Upsi später sind wir wieder da beim Übeltäter, der uns da ein Gleis hat lassen. Bin jetzt sogar das Wetter traurig, dass es jetzt hier regnet. So, warum kann ich dir nicht anklicken? Doch, jetzt. So, da bitte einmal aufmachen. Ja, also wenn ihr da hinten reinfahrt, dann achtet auf den. Sonst gibt es bei euch eventuell auch ein kleines Upsi. Ich glaube, das ist der einzige, da kommt nicht nochmal einer. Aber ganz sicher bin ich mir jetzt nicht. Fahren auf jeden Fall da in die Industrie mal rein. Wie ihr seht, da hat es auch entsprechend eine nette Beleuchtung. Dann seht ihr auch was, wenn es dunkel ist. Eigentlich noch witzig, dass auf dem anderen Gleis keiner ist. Oder er kommt einfach später. Kann natürlich auch sein. So. Jetzt geht dann da hinten rein. Da haben wir die nächste Weiche. So. Hier hinten haben wir zwei Ladegleise. Überall hat es diese geilen Prellböcke hier. Bin ich gerade ein bisschen paranoid. Ich will da nicht nochmal auf einen reinfahren. Auch da zwei Ladegleise. Da kommt das andere Gleis rein. Riesige Industrie. Ja. Sieht so aus, als gäbe es hier keinen mehr. Wir fahren noch weiter nach hinten. Ja, nicht so schlimm. So, doppelter Bahnübergang. Gäbe es hier hinten noch mal drei Gleise zum Spielen. Hier haben wir so ein kleines Depot. Das könnte eventuell der Lutz 2 Spawn sein. Bin mir aber nicht sicher. Hab's noch nicht ausprobiert. So. Ja, ja, ich drücke ja schon. Da hinten ist dann fertig, aber es gibt noch ein zusätzliches Gleis, und zwar ist es das hier, was da nach unten geht. Ich würde sagen, wir fahren jetzt gerade noch mal ein kleines Stück. So, und gut ist. Also seht ihr, da kann man dann ganz gut umsetzen. Hier hinten könnte man auch noch ein bisschen was abstellen. Also man hat hier schon noch ein bisschen Platz zum Rumspielen. Ich würde sagen, zum Abschluss schauen wir uns nochmal schnell an, wo der Lutz 2 Spawn ist, damit wir das alle haben.
wenn wir sehen, wo die Loks jetzt reinkommen. Und dann war es mit der Vorstellung. Also, wir sehen uns gleich wieder. Ja, und wie sich herausstellt, der Lutz 2 Spawn, der ist nicht hier hinten in der Industrie, sondern der ist hier in diesem eingezäunten Gebiet hier drin. Also Lutz 1 war ja, glaube ich, ja, das war das Gleis hier. Und Lutz 2 da hinten, damit hätten wir die ganzen Spawns hier soweit auch durch, was in der Station so gibt. Ja, das ist LCS Sandomierz, schaut euch das mal an. Schwierig, also ja, ich würde mal sagen, es ist anfängerfreundlicher. Man muss einfach aufpassen hier mit dem eingleisigen Part, wo man zwischen 3 und 4 Minuten unterwegs ist, dass die zweigleisige Strecke da hinten unterschiedliche Geschwindigkeiten hat, also 50 auf der einen Seite. Dann muss man hier aufpassen, dass man zumindest hier im Bahnhofsbereich nicht von allen Seiten überall hinkommt, sondern wenn, dann erst zum Schluss. Und der TOW-Spawn, der 650 Meter Züge zulässt, zumindest Stand von dem Video jetzt. Ansonsten kann man hier nicht allzu viel falsch machen. Aufpassen, dass man halt einfach hier nichts reinschickt, aber man kann gütertechnisch hier gut ein bisschen Spaß haben. Kann man ein bisschen rumrangieren, Sachen abstellen, man kann hier die Loks abstellen, wenn man will. Also bietet schon einen gewissen Spielplatz. Von mir auf jeden Fall ein Daumen nach oben, ist auch schön gestaltet. Und ich hoffe, das hat euch soweit aufgefallen. Oder ein kleiner Einblick in Sandomierz hier. Bis dahin, wünsche euch eine gute Fahrt. Macht es gut. Ciao. Ja, liebe Leute, das ist leider das Ende von dem Video. Wie immer würde ich mich freuen, wenn ihr natürlich hier unten Kommentare reinschreibt, wie ihr es gefunden habt. Aktuelles zum Spiel findet ihr hier in dieser Playlist. Ansonsten der neueste Upload hier oben. Und wer möchte, kommt auch auf unseren Discord-Server. Link ist da rechts oben. Gebt auch immer wieder gratis Spiele und da könnt ihr auch mit mir quatschen und natürlich der Community. Ansonsten lasst ein Abo da und dann verpasst ihr keinen Upload mehr. Bis denn dann, euer Braubucher. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.